Blue Box. Herzlich willkommen bei der Blue Box Online-Konfiguration. In diesem Video erklären wir Ihnen, wie Sie Ihren ermittelten Duft von der Blue Card in den Online-Konfigurator übertragen. Melden Sie sich zu Beginn mit Ihrer Partnernummer auf der Blue Box Homepage an. Wählen Sie dazu Ihr Heimatland aus. Tragen Sie im zweiten Feld Ihre Partnernummer ein. Im dritten Feld geben Sie bitte nun Ihr Passwort ein. Klicken Sie, wenn Sie alles eingegeben haben, auf OK. Zu Beginn beachten Sie bitte den Hinweis auf dem Bildschirm. Der Hinweis hilft Ihnen später bei der Auswahl von Namen und Logo, nicht aus Versehen gegen bestehende Urheberrechte zu verstoßen. Klicken Sie anschließend auf OK. Privat oder geschäftlich? Wählen Sie bitte aus, ob Sie Ihren Duft selber verwenden oder diesen gewerblich nutzen möchten. In unserem Beispiel klicken Sie auf das Männchen mit dem grünen Pullover für den privaten Gebrauch. Hauptmenü. Hier haben Sie die Möglichkeit, aus 4 verschiedenen Bereichen zu wählen. Ganz links klicken Sie, wenn Sie Ihren Dufttypen online bestimmen wollen. Wenn Sie dies nicht schon mit der Wählscheibe aus der Bluebox gemacht haben, so können Sie dieses nun nachholen. Ganz rechts sehen Sie das Menü für die Business-Kollektion. Wählen Sie diese Option, wenn Sie sich für einen fertigen Duft aus der Businessbox entschieden haben. Falls Sie schon einmal einen Duft kreiert haben, so können Sie unter dem Punkt Duft-ID ganz bequem Ihren Duft nachbestellen. In unserem Fall haben wir noch kein Parfum kreiert und wählen somit die zweite Option von links. Blue Card. Sie haben schon gemischt. Lady oder Gentleman? Für welches Geschlecht möchten Sie Ihren Duft kreieren? Wählen Sie zwischen Frau oder Mann? Auf dem Bildschirm erscheint nun eine digitale Blue Card. Sie ist genauso aufgebaut und angeordnet wie die Blue Card aus der Blue Box. Übertragen Sie nun bitte Ihre vorher gemachten Angaben von der Blue Card auf den Bildschirm. Unter Base kreuzen Sie den von Ihnen gewählten Basisduft an. Anschließend tragen Sie Ihre vorher gewählten Zusatzdüfte ein. Maximal 3 Zusatzdüfte sind möglich. Wenn Sie Ihre Auswahl übertragen haben, kontrollieren Sie noch einmal, ob die Kreuze sich alle an der richtigen Stelle befinden. Klicken Sie, um den Vorgang abzuschließen, auf OK. Flakonwahl. Hier haben Sie die Möglichkeit, unter 20 verschiedenen Flaschentypen Ihr eigenes Flakon auszusuchen. Klicken Sie dazu auf das jeweilige Flakon unten am Bildschirm. Wenn Sie Ihre passende Flaschenform gefunden haben, klicken Sie auf OK für Weiter. Schauen Sie zu, wie Ihr Flakon mit Ihrem Duft befüllt wird. Weiter mit OK. Wählen Sie zwischen einem silbernen oder goldenen Pumpenkopf. Kappen. Auch hier haben Sie wieder die Möglichkeit, Ihre eigene, persönliche Kappe unter 20 verschiedenen Typen auszusuchen. Zum Betrachten einfach auf die gewünschte Form unten am Bildschirm klicken. Symbol. An dieser Stelle haben Sie eine Fülle an Möglichkeiten, Ihren Flakon mit einem außergewöhnlichen Design zu versehen. Links und rechts neben Ihrem Flakon befinden sich 8 verschiedene Themengebiete. Hinter jedem Thema befinden sich jeweils 12 themenbezogene Motive. Wenn Sie ein Motiv anklicken, erscheint dieses auf dem Flakon, so wie es auch später produziert wird. Alternativ können Sie auch auf ein Symbol verzichten und dafür eine zweite Textzeile nutzen. Hierfür drücken Sie bitte den Button rechts unten Kein Symbol. Klicken Sie bei Abschluss der Auswahl wiederum auf OK, um zur Texteingabe zu gelangen. Bitte tragen Sie im Textfeld den gewünschten Namen für Ihr Flakon ein. Achten Sie bitte beim Eintragen darauf, dass Ihr Text nicht zu lang ist. Anhand der Textbeispiele am unteren Bildschirm können Sie die Größe und die Schriftart einstellen. Kontrollieren Sie bitte, dass der Name auf dem Flakon komplett zu lesen ist und klicken Sie dann auf OK. Wenn Sie vorher kein Motiv gewählt haben, so haben Sie jetzt die Möglichkeit, eine zweite Textzeile einzugeben. Kartonage. Wählen Sie bitte aus 20 verschiedenen Varianten die richtige Kartonage für Ihr Parfum. Um die einzelnen Kartonagen vergrößert zu betrachten, klicken Sie diese an. Wenn Sie sich entschieden haben, klicken Sie bitte auf OK. Kartonagensymbol. Diese Seite kommt Ihnen sicherlich bekannt vor. Sie können hier, wie schon bei den Flakons, ein Motiv plus eine Textzeile oder aber ohne Motiv 2 Textzeilen eingeben. Textauswahl. Sie möchten auf der Kartonage einen anderen Text als auf dem Flakon? Kein Problem. Hier haben Sie die Möglichkeit, den Text zu ändern. Drücken Sie auf OK, um auf die letzte Seite zu gelangen. Herzlichen Glückwunsch! Ihr eigenes und individuelles Parfum ist jetzt nur noch einen Schritt von der Herstellung entfernt.
überprüfen Sie hier bitte nochmals ganz genau, ob die richtigen Motive gewählt sind, dass der Text richtig geschrieben und auch gut zu lesen ist. Änderungen sind zu einem späteren Zeitpunkt wegen technischen Abläufen nicht mehr möglich. Wenn Sie alle Eingaben überprüft haben, tragen Sie nun noch bitte die gewünschte Bestellmenge, den Designer, zum Beispiel Ihren Namen oder den Namen des Kunden und den Namen des Duftes ein. Schließen Sie die Überprüfung ab, indem Sie ein Häkchen setzen und klicken Sie auf Konfiguration speichern. Ihr Duft ist nun gespeichert. Bitte notieren Sie sich die Duft-ID. Diese ermöglicht es Ihnen, zu einem späteren Zeitpunkt ganz bequem und schnell Ihr eigenes Parfum nachzubestellen. Sie können nun einen weiteren Duft kreieren oder den Bestellvorgang endgültig abschließen und zur Kasse gehen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Spaß mit Ihrem neuen persönlichen Duft. Blue Box. Create your own perfume.